Spremberg, eine schöne Kleinstadt in der Lausitz, die viel zu bieten hat. Einer der Höhepunkte ist der Georgenberg. Doch hier soll noch mehr entstehen. Ein umfassendes Planungsprojekt für den Grünzug Georgenberg, Festplatz Schwanenteich, wird gestartet, um das Areal weiterzuentwickeln und noch attraktiver zu gestalten. Und der Stadtpark wurde zuletzt saniert, richtig so, also die letzten Maßnahmen erfolgten 1978. Und seitdem ist vieles nicht mehr geschehen. Also wir sehen hier zum Beispiel diese Springbrunnenanlage, die wurde 1976 in Gang gesetzt vom Hoyerswerder Künstler Manfred Vollmer. Und der hat das hier ganz toll gemacht mit Kupferschalen. Aber irgendwann, als das mal Mode wurde bei Kupferdieben und Buntmetalldieben, dass die sich an Kunstwerken vergreifen, hat es uns auch hier ereilt. Cottbus kann ja da auch ein Lied von singen. Und diese Kupferschalen sind also gestohlen worden und die Anlage ist zerstört worden. Und zum Beispiel die Stadt Spremberg hat nicht die finanziellen Mittel, um diese Anlage zu reparieren. Die Stadt möchte das Areal alltagstauglicher und erlebbarer für EinwohnerInnen und BesucherInnen gestalten. Deshalb ist es wichtig, die entsprechenden Nutzergruppen einzubeziehen und deren Wünsche und Vorschläge in die Planungen zu integrieren. Und so läuft das ab. Was kann man hier machen? Wie kann man dieses Denkmalensemble, das sich nur noch durch die gesamte Stadt zieht, bis hin zum Schwanenteich, wie kann man das wieder sanieren? Und da man jetzt nicht irgendwie nur mit 2, 3 Experten etwas sich ausdenkt, was vielleicht nicht umsetzen lässt, haben wir eine ganz breite Bürgerbeteiligung gestartet. Wir haben seit 2, 3 Tagen eine Bürgerbeteiligungsplattform online. Und die heißt mitmachen.stadt-spremberg.de. Dort ist eine Umfrage hinterlegt, die ist recht niederschwellig angelegt. Also man muss sich nicht registrieren oder irgendwie, man macht einfach los. Und da kann man sich zu diesem Komplex oder zum Schwanenteich oder zum Festplatz oder zu allen dreien, kann man seine Meinung hinterlassen. Bis zum 30. August haben die BürgerInnen die Möglichkeit, ihre Ideen und Vorschläge über das Beteiligungsportal mitmachen.stadt-spremberg.de einzubringen. Ein Workshop am 8. Oktober im Spreekino Spremberg wird die ersten Ergebnisse präsentieren und weitere Planungen des beauftragten Büros vorstellen. Das ist die Chance, die Zukunft dieses wichtigen Stadtareals mitzugestalten. Gemeinsam können Georgenberg, Festplatz und Schwanenteich zu noch schöneren Orten werden.